Stets zu Diensten. Danny, Lust auf eine Schlammschlacht? Oder viel mehr? Soldados mit dem Kopf in den Matsch hier zu nicht. Tunken? Warte, bis du siehst, was diese Arschlöcher machen. Okay. Es geht heute um diese Mission. Einzelspieler. Ja, es wird auch nicht so leicht. Es wird eine ganz harte Mission. Ich muss einen Gerät klauen und ich muss ihn immer kühlen, sonst explodiert. Deswegen weiß ich, dass dieses Zeug auf dem Markt ist. Das Militär von Castillo entwickelte eine chemische Waffe namens PG-240X. Das werden sie nutzen, um eure Revolution zu zerschlagen, um es danach an den Höchstbietenden zu verticken. Das darf nicht passieren. Ich muss sie aufhalten. Wenn du das tun willst, musst du sie stehlen. Aber die Waffe ist sehr instabil. Und das Militär hält sie in Kühlgeräten weggeschlossen. Suche nach den verantwortlichen Wichsern. Die haben die Schlüssel. Genau wie sonst. Oh, fast hätte ich's vergessen. Wenn die Probe zu heiß wird, dann wird man dich mit einer Schaufel vom Boden kratzen müssen. Also, einmal aus dem Kühlgerät raus, darf sie auf keinen Fall überhitzen. Bleib im Schatten und nutze Wasser. Oh, echt schön, dass du das nicht vergessen hast. Sobald du sie hast, fahre ich dich sofort hier weg. Aber glaub nicht, dass sie dich einfach so mit ihrer Geheimwaffe da rausspazieren lassen. Oh, keine Sorge. Legen wir los, Lola. Willkommen in Maceo. Eine Schlammlawine hat die Stadt erwischt. Gleich danach wurden die Einwohner krank. Was hat das mit der Waffe zu tun? Die Flugzeuge des Kommandanten sprühen Gift auf die Felder. Der Wichser testet die Auswirkungen gern an Zivilisten. Ein Zug mit Waffe und Gift an Bord ist durch die Schlammlawine entgleist. Es hat sich überall verteilt. Soldaten haben die Kranken abgeholt und alle anderen evakuiert. Ich schätze, die Waffe ist auf dem Luftstützpunkt von dem Wichser. Wahrscheinlich. Triff mich an der Evakuierungszone. Suerte, Danny. So, einmal Munition. Haben wir alles? Okay, Lola. Bis Schnauze. Ganz viele Leute hier. Militär hat die Stadt komplett abgeriegelt. Keiner kommt rein oder raus. Diesen Virus-Detektor, da geht echt einer dabei ab, die Bewohner zu kontrollieren. Ja, mich kontrolliert niemand. Ich fahr rein und such das Flugzeug. Okay. Suerte, dann hin. So, ich muss ganz ruhig sein, ohne Hektik, ohne Fehler zu machen, denn in dieser Mission, es geht um alles, überall, es liegen Soldaten hier, alle Ecke laufen hier Soldaten, und die sind alle stark bewaffnet, wir erkennen hier auf unserer Map hier, und ab und zu mal laufen hier Tiere als Köder. Wenn man die schießt, man macht dann ein großes Geräusch. Und dann die merken sofort. Eines runter. Da steht noch eine da hinten.
Steht auch ein Soldat da. Ich sehe einen Sunny. Das wollte ich nicht. Ich habe jetzt die beide getötet. Mit einem Sus. Liebe hier über die Gärten. Ist doch eine. Zwei. Ruhe bitte. Jemand hier? Diese Wichser wollen alles vertauschen. Da sind zwei hier. Mehrere. Drei. Das sind drei Soldaten hier. Eine ist hier. Eine ist da. Ist nur eine.
Die haben schon gehört hier, Geräusch. Der hat schon ein bisschen geballert. Das ist Tag 2. Da ist einer jetzt. Wo ist die zweite? Sollte noch eine sein. Aha, da ist er. Lola, die Schlammlawine hat das Flugfeld begraben. Von da fliegt so schnell nichts mehr. Gut, dann können die Feldarbeiter endlich mal durchatmen. Ich werde die Gebäude in der Nähe des Kontrollturms nach der Waffe durchsuchen. Halt dich bereit. Mach ich doch immer. Überall liegen hier Tiere. Schweinehörnchen. Als Köder. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Nicht über die Tiere schießen. Das sind zwei. Ist deine Kamera da?
Ich sollte die Kamera da zerstören. Eieieiei. Das kann nicht sein. So blöd bin ich.